Immer. Brut. Brut. Oh, oder wir gehen mit denen einmal eine Runde außen rum. Ja, ja, außen rum, auf dem Platz. Die wollen schon heute ärgern, Emma, ha? Komm, Wilma, geh vor. Wilma. Die ist so süß, oder? So, ist fein. Komm, Wilma. Genau, geh du vor. Wir müssen uns ja immer hier so ein bisschen sortieren. Moin. Fein. Hat so gar keinen Bock jetzt gerade. Die will nur was fressen. Wilma! Hey, steht hier. Wilma! Komm ab! Wilma! Komm ab! Ja, fein! Komm ab! Komm ab! Wilma! Ja! Hast du das drauf? Hast du das drauf? Annie und Wilma? Ja. Jo, die passt ja so ein bisschen aufeinander auf. So, komm, ich geh wieder auf den Weg. Heiß, die Wiese ist nass. Ich hätte zwar total Bock auf der Wiese mit den beiden so eine Pirouette zu reiten. Aber es sind ja nicht unsere Wiesen. Und die sind halt ein bisschen nass und dann kriegen die Bauern zu Recht auch so ein bisschen schlechte Laune. Ja, mach mal langsamer, sonst sind wir nicht da drauf. Oder? Nein, nein, nein. Ich finde es faszinierend, selbst wenn der Wilma so viel macht, also mit den beiden, und die jetzt auch abgespeckt hat, ist die richtig agil geworden und fleißig und hat total Bock, was zu machen. Hast du die eigentlich mit drauf? Nee, ne? Warte.
Okay. Ja. So. Sag mal, wir müssen langsam machen. Das kriegt für uns nicht auf Video drauf. Langsam. Die macht immer kurze Fresspause und dann zack, geht's weiter. Annie hat so gar keinen Bock mit dem Fliegen. Ich weiß schon. Da gibt es mal Keks für euch. Wilma, du störst Pony. Also hinter, also ein bisschen vor. Ach, das ist kompliziert manchmal. Guck, der kommt schon zum Angreifen. Wag es dich. Ich bin auch gestern hier abgestiegen. Und bin bei dir in dem Paddock drin. Na, Bert? Komm her. Komm her. Komm her. Na, komm. Das hast du fein gemacht. Wilma, weiter? Ja? Nein. Stirnriemen ist etwas. Nein, bitte.